Ei, gute und herzlich willkommen zurück im LS22 auf der St. Kalle mit der Averia. Und dem Scholli, hallo. Hallo. Ich frage mich, wie du den Ladewagen hier so an der Dachkante vorbeigebracht hast. Das sieht aber hier sehr knapp aus. Tja, muss man ein bisschen vorsichtig machen. Langsam, dann funktioniert das schon, ne? Wie gut, dass ich das immer mache. Das ist die Sache mit der Geduld. Die wir beide sehr gut besitzen. Ich habe mehr Geduld als du. Möchtest du vielleicht sagen, warum wir hier schon wieder Gras mähen? Zum Silo machen und zum Festfahren. Damit wir Tierfutter haben für unsere großen Kühe. Für Silage. Ja. Ganz schön breit das Schwert, aber es reicht. Na, den kann ich nicht verändern, nur. Aber immerhin, ich verfolge dich schon wieder. Jo, jo. Unser Feld haben wir auch fertig gesät. Und unser Strohballenproblem haben wir gelöst. Hast du gelöst? Das hast du rausgefunden. Ich weiß aber nicht, ob das in den Standardstellen, es ist ja eigentlich ein Standardstall, ob das immer so ist, kann ich nicht sagen. Das ist ein umgebauter Stall. Müsste man den mal ausprobieren. Na, jedenfalls gibt es da denn doch die Möglichkeit, Ballen abzugeben, sodass wir jetzt unser Strohproblem lösen konnten. Bei den Kühen, ne? Bei den großen Kühen. Die haben ja auch eine andere Stelle zum Stroh annehmen wie bei den Kleinen. Ich bin hallo? Ich bin irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass es bei den Großen genauso ist wie bei den Kleinen. Wieso? Die Kleinen nehmen doch Ballen. Ja, direkt am Futtertrog. Ach so, meinst du, ja. Habe ich gedacht, die Großen machen das bestimmt auch. Ich habe nur beim Videoschnitt der Milchfolge, habe ich gesehen, Mensch, da ist doch was, ein Symbolchen für Ballen. Ja, haben wir gerade mal ausprobiert und funktioniert. Also ist es nicht so schlimm, dass wir kein Stroh gesammelt haben. Kaufen wir halt einen Ballen, packen den da rein, ja, damit die es schön flauschig und kuschelig haben. Nicht, dass hier noch irgendwelche Aktivisten auftauchen. An die klebt mal fest. Ja, das versuche ich im Planet Zoo auch immer, klappt aber nicht. Die kommen wieder und dann muss ich Bußgeld zahlen. Eieiei. Was nicht heißen soll, dass ich die mit Absicht kommen lasse. Ja, ich kümmere mich um meine Tierchen, aber manchmal ist das eben nicht so einfach. Also unser Gras schmeckt gut, die Rehe sind auch schon da zum Naschen. Ja, die kommen ja öfter mal, ne? Ja. Aber Gott sei Dank haben wir ja auch Schneidewerk ausgetauscht. Zumindest das wir hinten. Ja, aber da hat mein Traktor ganz schön sein Tun mit. Also easy going ist das nicht. Er ist halt zu schwach auf der Brust. Und dabei ist er gar nicht so schwach.
Oh, siehst du, jetzt bin ich hier gleich wieder, naja, vom Weg abgekommen. Na, manchmal glitscht er so zur Seite weg. Ist ein bisschen komisch hier in den Kurven. Okay. Kippt schon wieder voll hier. Also ohne das Frontmähwerk kippe ich auch tatsächlich nach hinten über. Also das ist zu schwer. Muss ich andersrum wegstellen. Du bist zu leicht. Dass ich beim Ankoppeln erst vorne dran mache. Ist ja, jetzt komme ich ja schon wieder gar nicht richtig zurück und dann mit Schwung. Ist irgendwie eigenartig. Aber jo. Aber dafür müssen wir nicht schwaden, ist auch schön. Ja. Und füllt sich das Silo wenigstens etwas? Ja. Ich drehe hier ja nur so meine Runden. Es füllt sich langsam. Jetzt müssen wir noch plattwalzen hier. Jo. Ich bin nicht nur einmal außen rum gekommen. Richtig. Da haben wir jetzt erstmal Silage. Ja. Seit Kühe haben wir einen riesen Hunger. Wollte ich gerade sagen, wer weiß, was die gleich wieder alles wegmappeln, ne? Erstmal haben sie ja noch gar keine. Wobei, mich das wundert, wir haben ja Silageballen am Hof. Ja, aber die brauchen noch diese Mischration. Jetzt was Falsches, ja? Ja, Heu, Gras und Mischration. Also nur Silage, reine Silage verfüttern ist nicht. Ja, das habe ich auch nicht gemeint, aber man hätte ja, also das war denn dran denken, dass die Ballen ja da auch noch sind, ne? Ja, 4 Stück, meine ich. Ja. Einen kurzen Happerl und dann sind sie weg. Oh, da kommst du ja ganz schön schnell voran hier. Nur wie man es nimmt. Solange ich nicht großartig bergauf muss, geht's. Also nur noch bergab fahren. So in etwa. Ja, aber schon ein bisschen voll. Nach dem Plattfahren ist es, sieht es dann immer so gut aus, aber. Mach mal die zweite Wiese gleich mit, oder? Ja. Ein Riesenacker. Also wenn man so von Weitem guckt, könnte man meinen, es sieht entspannt aus, wenn du bergauf fährst. Na, hier ist ja auch nicht richtig bergauf. Hier geht's, ja. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwelche Bodenwellen sind oder keine Ahnung. Manchmal hängt da sich ein bisschen auf. Oder wenn so Kuhlen sind. Ja. Ja, dein Traktor ist grenzwertig für das B-Werk.
Ja. Ich lasse jetzt hier auch ein Streifengras stehen, ja. Ja. Machen Sie das. Also ganz halb voll kriegen wir Silo wahrscheinlich nicht. Tschüss. Das ist aber zwei ganz schöne Kuhlen da drin, ne? Mal gucken, wie oft wir stecken bleiben. Gar nicht. Nein. Jetzt geht's wieder in der Mitte lang. Ich fahr mal runter zur anderen Wiese. Einmal außen, einmal. Okay. Du hast gesagt, hier kaum ausgesprochen bleibe ich stecken hier. Sag ich doch, sind zu hoch die Hügel. Musst du gleich drüber fahren. Ja, ich habe gedacht, hier Tempomat rein. Dann runterlaufen lassen. Könnte ja ausreichen, aber naja. Also ich muss ja sagen, Steuerung V, X und B ist eine geile Sache. Warum wusste ich das nicht eher? Beim VCR. Da habe ich es kennengelernt. Du wusstest auch nicht alle. Nicht alle, weil ich das Heben und Senken hat mir gereicht. Ich hab's ja nicht probiert. Tja, siehst du mal. Ich probiere alles. Ja, ist ja sinnfrei auch sonst. Siehst du, hier komme ich nicht rum, mir lenkt. Muss ich doch rumfahren. Ich mach mal den Haufen etwas flacher. Genau, mach mal nicht so einen riesen Haufen. Sonst verursachen wir Verstopfung. Richtig. Ja, das mach ich nur auf Arbeit. Oh, das wäre Information, die kein Mensch braucht. Oh. Offensichtlich auch Gras mähen. Naja. Ich will nicht wissen, wo du auch Gras gemäht hast. Wirst du denn schon sehen? Ist nicht zu übersehen. Okay. Ich muss eher meine Taste loslassen. Hä? Jetzt macht er vorne nicht. Warum er nicht? Keine Ahnung. Ich hab's auf dem Sidepanel. Da habe ich mir einmal komplett heben, senken, einschalten und einmal nur das aktive Gerät. Ich habe ja zwei aktive Geräte. Ja. Das ist bei mir 13 und 14. Mein Seitenpanel steckt mir gegenüber an meinem Schreibtisch. Und ist nicht in Benutzung. Ja, sowas auch.
3 waren hier. Da wirst du ja schneller mit Mähen fertig sein, wie ich hier mit Sammeln. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hier schon gemäht habe. Aber gut. Erst 3-mal, oder? Nö. Das heben wir an. So, da passt hier nichts mehr hin. Aber der Ladewagen sieht aus hier. So, Tempomat rein. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal in der nächsten Folge, ob wir dem Gras da Herr werden, wie oft wir stecken bleiben und so weiter und so fort. Oder? Was meinst du? Ja, dem stimme ich zu. Zeit ist rum. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.